Hallo, ich bin's, Dennis. Willkommen bei einer weiteren Top 12. Heute wird's mal um Serien gehen, denn ich denke, jeder von uns kennt das. Man mag eine Serie, es kommt dann ein neuer Teil einer Serie raus und man denkt sofort, oh ja, ich will diesen neuen Teil unbedingt haben, einfach nur, weil er eben zu dieser Serie gehört. Und das bedeutet ja schon, dass so eine Serie eine gewisse Ausschlagskraft hat. Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich dann so einen neuen Teil gespielt habe und habe dann gemerkt, der war nicht so gut wie die vorherigen Teile. Also, dass man einen nachfolgenden Teil einer Serie immer mit den vorhergehenden misst und dann unter Umständen auch sagt, der neueste Teil war jetzt so schlecht, dass ich die Serie einfach nicht weiter verfolgen will. Und weil ich selber so ein serientreuer Mensch bin, will ich doch gerne mal sagen, welches meine 12 Lieblingsserien aus Computer- und Videospielen. Und andererseits warne ich euch schon mal vor, an die, die das vielleicht dann nicht mehr sehen wollen, also Final Fantasy wird nicht vorkommen in der Liste, weil ich Final Fantasy eigentlich absolut nicht mag. Also für wen das ein Problem ist, am besten, wenn man jetzt mal da an der Seite guckt, ich glaube, es ist auf der Seite. Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, auf welcher Seite von mir aus gesehen die ähnlichen Videos wären. Aber guck da, da gibt es bestimmt ein Video, da kommt Final Fantasy mit drin vor. Aber starten wir mal. Platz 12, Professor Layton. Ich habe mich ja schon vor längerer Zeit so ein bisschen zum Casual Gamer gewandelt. Weil, ja, einfach so neben Studium und später jetzt wegen der Arbeit und allgemein, man hat ja ziemlich viele Termine privat, dann kommt man einfach nicht mehr so dazu, auch mal eine Nacht durchzuzocken oder sich wirklich 4-5 Stunden in ein Spiel zu klemmen. Und da fand ich Professor Layton relativ angenehm. Die Rätsel sind knackig zum Teil, ja, zum Teil auch wirklich so easy, dass man schon denkt, okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Zum Teil aber wirklich knackig, so dass man dranbleiben muss und so dass man sich wirklich auch ein bisschen rein vertiefen muss, aber trotzdem nach einer Stunde sagen kann, so, jetzt habe ich ein paar schöne Rätsel gelöst, gut ist. Als ich das Spiel noch nicht gespielt hatte und bevor ich angefangen habe, ich habe glaube ich mit dem zweiten Teil begonnen, da dachte ich, das sei vielleicht so ein Spiel wie hier Oma heißes Teekesselchen geklaut worden, jetzt müssen wir der Oma das Teekesselchen wiederbringen. Aber es war nicht so. Die Storys, die sind eigentlich relativ komplex. Sie sind total over the top, so typisch japanisch over the top. Aber doch relativ harter Tobak zum Teil. Und gerade der dritte Teil, der hatte ja immer ein richtig übles Ende. Also auch die komplette Story war total over the top, aber total dramatisch stellenweise. Mir hat das Spiel insgesamt auch sehr gut gefallen, mir gefällt die ganze Serie, ich bin schon gespannt auf das, was kommt. Ich bin einfach so ein kleiner, netter Rätsellöser und ja, ich freue mich drauf. Platz 11, Grand Theft Auto. Ich denke, ich kann behaupten, dass ich von der ersten Stunde an Fan war. GTA 1 ist in Deutschland sehr viel später released worden als in den USA, oder was heißt sehr viel, ich denke, da war so ein Jahr Verzögerung mit drin. Wahrscheinlich auch, weil es Probleme mit der FSK gab, kann ich jetzt aber nicht sicher sagen. Auf jeden Fall, ich hatte es schon davor gespielt, ein Bekannter von mir hatte das irgendwoher. Ich habe keine Ahnung, bis heute keine Ahnung, wo das die Spiele damals herbezogen hat. Also das war noch vor Internetzeit. Ich glaube also kaum, dass es sich irgendwo mal kurz runtergeladen hat. Aber ich fand es damals schon cool. GTA 1 finde ich bis heute aber noch mit einem der stärksten Teile der Serie. GTA 2 war auch noch sehr cool, wobei mir hat da so ein bisschen diese Hack-and-Slay-Atmosphäre gefehlt. GTA 1, das war einfach noch, steig in Auto ein und mach alles platt, und GTA 2 hatte dann schon etwas viel Hintergrund. An GTA 3 musste ich mich sehr lange gewöhnen. Ich hatte nur ein bisschen Probleme mit diesem 3D-Flair, weil ich auch vergleichbare Spiele wie zum Beispiel Driver nie so richtig gemocht habe. Aber heute würde ich sagen, ich finde das von dem 3D-Teil mit eines der besten geschlagen durch Vice City. Weil Vice City hat zwar auch eine schöne Story, die so toll im 80er-Jahre-Flair gehalten ist, aber trotzdem kann man in Vice City noch so richtig wüten. Danach wird es ein bisschen haarig. Also ich weiß, die Spiele sind eigentlich funktional und qualitativ besser geworden. Zum Beispiel San Andreas oder GTA 4. Aber es wird mir zu viel. Es ist, man muss zig Sachen nebenher managen, man kann 100.000 Möglichkeiten nachgehen, man kann hier was einkaufen, hier ins Fitnessstudio gehen, bla bla bla. Es ist für mich einfach nicht mehr dieses actiongeladene Spiel, steig in Auto ein, mach Sachen platt, erledige die Mission, sei kriminell. Das war eben das, was mir an den vorherigen Teilen so gut gefallen hat. Also ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass sowas ein Spiel schlecht macht, aber ich finde, es ist zum Ende hin dann doch etwas zu überladen. Und das ist mir negativ aufgestoßen. Trotzdem, allesamt sehr gute Spiele, machen sehr viel Spaß und deswegen Platz 11 für die Grand Theft Auto Serie. Platz 10, Monkey Island.
Naja, gut. Ich meine, ich bin Point-and-Click-Adventure-Fan. Monkey Island muss auf früher oder später auftauchen. Den ersten Teil finde ich ein gutes klassisches Adventure, aber wirklich nichts Herausragendes. Es wird von vielen Leuten sehr gehypt. Ich meine, es hat natürlich auch viele Insider und viele Punkte im Genre wirklich definiert. Und das will ich dem ersten Teil auch gar nicht absprechen. Aber insgesamt hat er bei mir nicht so den großen blendenden Eindruck hinterlassen, wie es zum Beispiel Monkey Island 2 gemacht hat. Das eine super schöne Grafik hat, super bizarre Lokation und vor allem geniale Rätsel, die mir im ersten auch noch so ein bisschen gefehlt haben. Der dritte Teil war dann meiner Meinung nach der totale Hammer. Also ich bin ja riesiger Fan von Monkey Island 3 und in meiner Top 12 von den Click-Adventures hat sie ja den zweiten Platz belegt. Also liegt es ja nahe, Monkey Island auf einen hohen Platz in Sachen Serien zu legen. Wieso liegt es dann nur auf Platz 10? Naja, ich sag nur eins, Monkey Island 4. Enough said. Monkey Island 5 hingegen, beziehungsweise die Serie Tales of Monkey Island ist ja nur inoffiziell Monkey Island 5, fand ich wiederum sehr gelungen. Also Telltale macht die Sache schon gut, ich fand es sehr gelungen, aber auch so, dass ich jetzt schon nicht mehr so richtig weiß, worum es ging. Ich könnte jetzt noch ungefähr sagen, wie die Story war. Ich weiß auch, dass es mir Spaß gemacht hat, dass die Rätsel auch gut waren, aber es hat eben auch wieder nicht diesen großen Eindruck hinterlassen, den ich voraussetzen würde, um zu sagen, Mann, das ist ein geiles Spiel. Und deswegen Monkey Island, finde ich eine klasse Serie, eigentlich somit eine der besten Point-and-Click-Adventure-Serien überhaupt. Und deswegen Platz 10 für Monkey Island. Platz 9. Command & Conquer. Habe ich vorher Hack & Slay gesagt? Ich finde, Command & Conquer ist so ziemlich das einzige Echtzeit-Strategiespiel, das sich wirklich wie so ein Hack-and-Slay-Spiel anfühlt. Ganz einfach, worum geht's? Seit dem ersten Teil ist Command & Conquer so aufgebaut, dass es darum geht, bau Einheiten, schickt möglichst viele Einheiten in die Basis deines Gegners. Scheiß drauf, wenn die Hälfte verreckt. Hauptsache, der Gegner verreckt schneller. Ich war damals wirklich ein Riesenfan vom ersten Teil. Ich spiele auch heute noch gern. Mit Alarmstufe Rot konnte ich schon nicht mehr so viel anfangen. Und wenn ich es heute anschaue, wirklich viele Neuerungen gibt es da nicht. Es ist eigentlich fast die gleiche Engine, fast das gleiche Spiel und eben ein paar andere Einheiten, ein paar andere Missionen. Tiberian Sun aber finde ich heute noch den besten Teil der Serie. Er hat eine super geile Story, tolle Zwischensequenzen und fühlt sich einfach gameplay-technisch auch anders und richtig gut an. Mir fällt auch auf Anhieb nur ein Command & Conquer Teil ein, den ich wirklich nicht mochte. Und das ist Generals. Ja, ist ja gut. Ich weiß einfach nicht wieso. Wir haben einerseits die Zwischensequenzen gefehlt, andererseits fand ich die Steuerung kompliziert. Dann auf dem Rechner, auf dem ich es damals erstmals gespielt habe, hat es geruckelt wie Sau, obwohl der eigentlich schon Dampf hatte. Und ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal dieses Spiel angefangen. Und jeweils immer nur eine Stunde spielen können, weil ich sonst dachte, naja, lahm. Ich finde es cool, dass die Spiele viel auf Kontinuität setzen und es gibt immer wieder wiederkehrende Elemente gibt, wie zum Beispiel einfach nur Großmeister Kane, das gefällt mir super gut. Mir gefällt, dass sie sich treu geblieben sind, dass sie bis heute eben einfach immer noch keine qualitativ wirklich hochwertigen Echtzeit-Strategiespiele sind, aber trotzdem Echtzeit-Strategiespiele, die wahnsinnig Spaß machen. Und deswegen Command & Conquer auf Platz 9. Auf Platz 8, Warcraft. Also vorab, ich habe keinen WoW-Account, ich hatte nie einen WoW-Account und ich werde höchstwahrscheinlich nie einen WoW-Account haben. Liegt nicht unbedingt daran, dass ich WoW für ein scheiß Spiel halte. Ich denke schon, dass es wirklich Spaß macht. Aber es ist für mich als Schwabe schon allein Kritikpunkt, wenn ich für das laufende Spielen eines Spiels noch Geld bezahlen soll. Ich weiß, es rechtfertigt sich, Wartung und Erweiterung und die Server müssen ja auch laufen. Aber trotzdem, ich will einfach kein zusätzliches Geld dafür ausgeben. Und wenn ich es täte, dann würde ich auch wollen, dass es sich amortisiert. Dann müsste ich das Spiel 2 Stunden am Tag spielen. Und nein. Aber die anderen Warcraft-Spiele habe ich allesamt gespielt. Warcraft 1 finde ich nur sehr mittelmäßig. Es ist vom Design her ähnlich wie Dune 2 seinerzeit, aber dann doch deutlich schlechter. Vielleicht von der Aufmachung her etwas besser, aber es ist insgesamt sehr viel schwieriger. Es ist hakeliger, es ist sehr, sehr langsam, es ist nervtötend und die Musik ist grauenvoll. Aber Warcraft 2 macht so ziemlich alles richtig, was ein Echtzeitstrategiespiel in der Zeit richtig machen konnte. Und auch Warcraft 3, vor allem Warcraft 3,
bin ich der Ansicht, dass es ein Spiel mit Vorbildfunktion ist. Dass es wirklich ein perfektes Echtzeitstrategiespiel war. Perfekt ausbalanciert. Ich meine, man kann sich jetzt schon fragen, bei Command & Conquer fand ich nur Generals noch sehr mäßig und die anderen Teile super. Hier finde ich eigentlich nur zwei Teile aus der Serie richtig gut. Warum landet Warcraft dann vor Command & Conquer? Ganz einfach, weil die beiden Teile für mich mit die besten Spiele des Genres in dieser Generation sind. Ich finde Warcraft 2 besser als jedes Command & Conquer, was in der Zeit rauskam. Und ich finde Warcraft 3 besser als ein Alarmstufe Rot 2, besser als ein CNC Generals, besser als ein Command & Conquer 3 zum Beispiel. Und deswegen geniale Spiele, geniale Storys, geniale Welt, geniale Einheiten und super gutes Balancing bei diesen beiden Spielen. Und das zieht meines Erachtens die Serie so weit nach oben, dass man sagen muss, Warcraft hat sich Platz 8 redlich verdient. Platz 7, Dark Project. Ich mag Stealth-Spiele unheimlich. Ich habe auch Metal Gear Solid oft ausprobiert, fand es wirklich gut. Aber ich fand Dark Project schon immer das bessere Stealth-Spiel. Ich mag einfach die Atmosphäre. Ich mag es, wenn man dieses Spiel bei Dunkelheit und alleine spielt und dann mit jedem Schrittgeräusch, das man irgendwie im Hintergrund hört, paranoider wird. Das gefällt mir super gut. Mir gefallen die Sidequests, mir gefällt die Möglichkeit, Schätze zu sammeln, mir gefällt die Möglichkeit, dass man eigentlich keine Gegner töten muss. Mir gefiel auch, wie man mit Teil 2 die Kontinuität gewahrt hat. Es war, andererseits muss man dem Spiel natürlich auch vorhalten, dass es eigentlich exakt das gleiche war wie Teil 1, nur andere Levels. Da hätte man schon mehr draus machen können, aber trotzdem immer noch ein sehr gutes Spiel, das nahtlos an die Atmosphäre vom ersten Teil anknüpft und eben die nächste Ära in dieser Spielwelt präsentiert. Deadly Shadows ist anders. Ich kann jetzt nicht sagen schlechter, aber es ist auf jeden Fall anders und gewöhnungsbedürftig. Ich finde, bei Deadly Shadows ist gameplay-technisch sehr, sehr viel verbessert worden. Es sind sehr, sehr viele gute neue Sachen dazugekommen, aber die Atmosphäre hat irgendwie gelitten. Mir fehlt so diese gruselige Atmosphäre, die einem zeigt, man ist ein Dieb, der ist einsam irgendwo in einer dunklen Höhle, wo er unter Umständen nicht mehr rauskommt und muss irgendwie das Beste aus dem Ganzen machen. Und das fand ich in den ersten zwei Teilen sehr gelungen, das kam sehr gut daher. Und dass man sich eben in einer Welt bewegen soll, die einen nicht zu bemerken hat, oder bei der es besser ist, wenn man nicht bemerkt wird, um in dieser Spielwelt zu überleben, das kam da sehr gut rüber. Deswegen Dark Project für mich mit die beste Serie von Stealth-Spielen, beziehungsweise die beste Stealth-Serie meiner Meinung nach. Und deswegen ein verdienter Platz 7. Platz 6, Dune. Ich bin ja ein riesiger Fan von der Serie. Also ich mag die Romane, ich mag die Welt, die damit gesponnen wird, ich mag den Film. Ich kann sogar diesen Miniserien, diesen neuen, einiges abgewinnen, aber nicht allzu viel. Aber ich mag eben auch die Spiele. Dune 2 ist ein Klassiker. Er ist bis heute einzigartig in seinem Gameplay. Man muss ihn beherrschen, man muss wirklich sich auch damit befassen. Und dann kann man dieses Spiel auch wirklich gut schaffen. Ich habe es eben schon von klein auf gespielt und deshalb komme ich heutzutage relativ gut damit zurecht. Und ich finde es nach wie vor eines der besten klassischen Spiele überhaupt. Dune 2000 macht seinen Job ganz gut. Es ist aber nicht viel mehr als ein Command & Conquer im Wüstenplanet-Universum. Aber für das macht es eigentlich alles richtig. Emperor ist bei der Kritik total gefloppt. Ich weiß nicht wieso, ich fand es ziemlich genial und ich spiele es bis heute noch gerne. Ich finde, es ist wirklich ein super gelungenes Spiel. Es hat tolle Einheiten, es hat ein tolles Balancing. Aber auch das Allianzsystem halte ich für eine der innovativeren Ideen. Also dieses System, dass man on demand mit irgendwelchen Völkern eine Allianz knüpfen kann. Oder zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Volk in einer vorherigen Mission unterstützt hat, dass man dann in einer späteren Mission Unterstützung von diesem Volk zurückbekommt und die gegen die Gegner schicken kann, das ist sehr schön. Und in meinen Augen ist Emperor eines der besten Echtzeitstrategiespiele der 3D-Ära, besser als andere Echtzeitstrategiespiele der neueren Zeit. Aber vor allem der erste Teil macht es aus, dass Dune hier so hoch ins Ranking kommt. Es ist kein Echtzeitstrategiespiel, es ist ein komplett anderes Konzept und ich habe ja eigentlich schon alles in meinem Spiel aus meiner Kindheit, wie du gesagt, es ist für mich bis heute mit eines der vollkommensten und perfektesten Videospiele aller Zeiten. Und schon allein deshalb muss ich Dune an so eine Stelle setzen, darum ein verdienter Platz 6 für eine tolle Serie. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr, also einfach hier auf das Video klicken und dann kommt ihr zum zweiten Teil. Also hier irgendwo reinklicken jetzt, am besten jetzt sofort, jetzt gleich. Klicken, bitte, bitte, Leute, bitte klickt mal, klick,
Klicki, klicki, bunti, klick, 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 bitte.